Sie wollen doch auch wissen, wer Ihre Familie getötet hat. Und ohne Ihre Hilfe werden wir die Mörder nicht finden. Haben Sie einen Verdacht, wer es gewesen sein könnte? Das waren Nazis. Wie kommen Sie darauf? Es ist eine reine Türkengegend, wo das Büro von meinem Mann ist. Hat es hier eine rassistische Botschaft in der Straße gegeben? Ein Schweinekopf vor der Moschee oder so? Nicht, dass ich wüsste, nein. Möchten Sie? Wie haben Sie Ihren Mann eigentlich kennengelernt? Ich habe als Studentin Gras bei ihm gekauft. Was haben Sie studiert? Germanistik und Kunstgeschichte. Haben Sie das Studium abgeschlossen? Ich habe beides abgebrochen. Warum? Ihr Mann hat während der Haft BWL studiert und kurz danach sein Büro eröffnet. Seine Geschäfte waren Steuerberatung und Übersetzung. Er hat auch Flugtickets in die Türkei verkauft. Wussten Sie um seine Einkünfte? Ich habe seine Buchhaltung gemacht. Sind Sie noch anderweitig berufstätig? Ich war Mutter. Sie leben in einem großen Haus. War das nicht teuer? Das liegt außerhalb und hat keine gute Verkehrsanbindung. Ihr Mann hat einen Jahresverdienst von 50.000 Euro. Wie konnte er sich eine Sondertilgung von 70.000 Euro leisten, um das Haus zu finanzieren? Woher wissen Sie das? Wir haben Steuerunterlagen in seinem Büro ausgewertet. Einige Ordner in den Schränken waren unversehrt. Das Geld war von meinem Schwiegervater. Ein Darlehen. Woher hat Ihr Schwiegervater so viel Geld? Er besitzt Land in der Südosttürkei. Baut Ihr Schwiegervater irgendwas an? Baumwolle oder so. Häuser. Er baut Häuser an. Sie wollen, dass ich meinen Mann zum Verbrecher mache, damit Ihre Theorie stimmt. Welche Theorie? Dass er noch was mit Drogen zu tun hatte. Seit Monaten observiert das Drogendezernat verdächtige Personen. Einige von denen haben mehrmals mit Ihrem Mann telefoniert. Haben Sie dafür eine Erklärung? Mein Mann war Übersetzer für Straffällige. Der musste mit denen telefonieren. Das war sein Beruf.